Abartig, was das für ein Universum, indem man deinen Rapstyle als derbe bezeichnet. Die Hälfte des Textes ist scheiße, die andere nur damn. Aber immer wieder damn sagen reicht nicht. Und du sagst mir, ich hätte nichts Eigenes, doch kann ich dir das nicht wirklich abnehmen, Boy. Wenn's von jemandem kommt, der im Video Battle mit nem scheiß Handy-Video Atlanta Trap weitet, erklär mir dein Style. Bitte damn, bitte damn, bitte damn, bitte Mike, zeig mir nochmal, wie man Rap vergewaltigt. Der Text ist so clever, ich peil's dir, damn, bitte zeig's der Welt, denn du bist zu intelligent. Dein Style viel zu clever, die Gegner behindert. Und während die anderen die Styles nur kopieren, bist du, was dein Style angeht, ja der Erfinder. Und ich will ein Wichser mit Stock gemacht. Das ist ja echt gemein, quatsch dich und ist auch verdammt nochmal zweckgereimt. Dachte ich doch wirklich, dein Text wär geil, never mind. Bestenfalls denkt man, dein Text wär nicht ernst gemeint. Und wo geb ich mich als Newcomer aus? Hab meinen Namen geändert, guck aus deiner Crew. Max der Hiker dasselbe wie ich, ha, du Lappen. Nur findest du dein Outfit nicht cool. Und du hast ja recht, ich hab anscheinend deinen echt guten Modegeschmack. Während du in deiner 32. so aussiehst, als hättest du dir in die Hosen gekackt. Damn, 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 oh damn. Und ich bin Cheat, so der Biter. Alter, wo beite ich nur, weil du nur so ein Trap-Heini bist, ey, der seinen Style nur zusammengeklaut hat. Das klingt ja fast so, als verteidigst du dich selbst. Wenn du nochmal betonst, dass die Art, wie du flowst und dein behinderter Text zu individuell sind, dann glaubst du dir das ja noch selbst. Mike ist der Hipster des Raps. Wer ist Mike Jones, man? Ich wollte nen Inside-Job, Member, doch hab hier keinen gesehen. Und du bist so Science-Fiction, dass man's kaum fassen kann. So Fantasy, dich bringt man ja nicht mal mit deiner Crew im Zusammenhang. Also, wer ist Mike Jones, man? Ich wollte nen Inside-Job, Member, doch hab hier keinen gesehen. Mann, in meiner letzten Runde, das war keine Gasthook, das war ein Gaspart, du Bastard. War das jetzt ein Zweckreim von dir? Damn, Mike, komm mal her und dann erklärst du uns das mal. Kann ja sein, dass es für dich komisch klingt, wenn ich singe. Nur du hast den Soul und die richtige Stimme. Wenn ich sag, es gibt für mich keinen. Genauso. OGs, ich bin kein Gangster, doch originell. Du bist nicht mal ein Original. Und Mike Jones, Gucci Mane, will mit Copy und Paste Style irgendwann mal voll in die Charts. Doch kommen nur Copyright-Klagen, bis er aus dem Peterwagen guckt. Während seine Junkie-Freundin Danke sagt unter meinem megasamen Schuss. Ach, du bist so ein richtiger Mies-Hicks. Aber derbe, du Bitch, bekommst Selbstmordgedanken. Stehst du vor einer Aufgabe, die nur ein wenig zu schwer für dich ist. Ich bin prädestiniert, Alter, wer wenn nicht ich? Ich bin einfach ne Nummer zu groß, man begreif es. Und dann erzählt mir der Sidekick von Inside-Job-Guru und ich wär ein Sidekick, Digga, peinlich. Und rede du ruhig von Monotonie. Du kaschierst damit nur, dass dein Flow immer gleich klingt. Wenn was an mir monoton ist, dann ist es mein Skill-Level, denn das ist monoton steigend. Stellt euch vor, der gewinnt diese Runde, freut euch schon auf Strobo-Videoclips. Mal sehen, in was für ne Kabine der sitzt, das weiß er ja selbst, ich ist viel zu bekehrt. Wer ist Mike Jones, man? Ich wollte nen Inside-Job, Member, doch hab hier keinen gesehen. Und du bist so Science-Fiction, dass man's kaum fassen kann. So Fantasy, dich bringt man ja nicht mal mit deiner Crew in Zusammenhang. Also, wer ist Mike Jones, man? Ich wollte nen Inside-Job, Member, doch gesehen. Du bist so Science Fiction, Alter, was geht denn ab? Profiloser Rapper, den ich je niemals gesehen hab. Allein schon, dass du den Begriff OG in den Mund nimmst, ist peinlich. Du kleiner, dummer Junge, das reicht nicht. Seh ein, dass du für uns ne Nummer zu klein bist. Du weißt es, was hast du jemals für Hip-Hop getan? Dicker, red nicht von Realness. Spar dir deine depressive Kifferscheiße, werd erwachsen. Sieh ein, dass das Leben kein Spiel ist. Dein Sound ist okay, doch ich fühl's nicht. Übers Giffen zu reden genügt nicht. Keine einzige ehrliche, bedeutsame Zeile auf deiner inhaltsleeren EP, Bitch. Unterschätze niemals deinen Gegner, bis er zerlegt und besiegt ist. Vor allem, wenn du selber nur die Kopie der Kopie der Kopie der Kopie der Kopie bist. Du machst doch Future, doch alle deine Punchlines sind olle Kamel. Morty, der realste MC im Turnier. Und das ganz ohne sich für den Erfolg zu verstellen, bereit Bäume zu fällen. Wir machen Druck und wir wissen, wir werden damit was bewegen. Lass mich überlegen, du sitzt bekifft zu Hause, du Pisser, und machst Mucke für dich und deine bekifften Kollegen. Deine Technik ist gut, wirklich Hut ab, doch räume gut zu, Mann, du hast keine Themen. Komm her und ich lass mit mir reden, wenn du irgendwann mal was vollbracht hast im Leben. Ehrlich, ich würde deinen Style wirklich feiern, das würde ich wirklich, weiß auch nicht wieso. Doch am Ende, da bleibt es halt doch nur bei Kinderkiffer, Kacke auf Hauptschulniveau.